Leute, hier funkt Ilvi, wie jede Woche direkt aus dem Quarantänebunker. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei Ilvis Literaturzirkel. Auch wenn bald das Ende naht, ja, bald soll Schluss sein mit dem schönen Zauberberg-Feeling. Ich bin sicher nicht die Einzige, die das enttäuscht. Wozu das Ganze, wenn bald wieder Schluss ist? Ist das nicht zu früh für eine Lockerung? Ist das nicht gefährlich, Herr Oberarzt? Stichwort Camus, Stichwort Garcia Marquez. Bald werden viele von uns nicht mehr zu Hause bleiben dürfen. Mein Beileid. Aber ich werde die Stellung halten. Stichwort Defoe, at home. Ich werde mich nicht vom Fleck rühren, versprochen. Stichwort Perec. Euch Freigängern, die hinausgejagt werden in die Unwirklichkeit dieser Wirklichkeit, wünsche ich von ganzem Herzen, dass ihr wenigstens nochmal dazugekommen seid, euren Kafka, Proust oder Dostojewski zu lesen. Ja, von dieser Ruhe werden wir uns noch lange erholen müssen. Scherz, zehren können, Stichwort Goncharow. War es nicht herrlich, einmal keine Entscheidungen treffen zu müssen? Und diese Klarheit zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und dass diese Wahrheit ausnahmsweise mal für alle galt? Stichwort Bachmann, Hashtag zumutbar. Und selbst die wenigen, die es nicht begreifen wollten, waren am Ende doch einsichtig. Wir haben aufeinander aufgepasst, den anderen nicht aus dem Auge gelassen. Stichwort Solidarität. Und alles andere hatte einmal Pause. Stichwort Rousseau. Und nicht nur die Natur war froh, dass es uns nicht mehr gibt. Auch andere Kulturen konnten endlich unter sich bleiben. Stichwort Bowles. Dieser globale Inui, Stichwort Moravia. Und trotzdem Mensch bleiben. Stichwort Deleuze. Pflege mich, auch wenn ich niemanden angreife. Mir fehlen keine Berührungen. I have a life. No need for socialism. Stichwort Platonow. Und mein Freund ist ein Kontinent, den ich noch lange nicht fertig ausgebeutet habe. Stichwort Konrad. Ich habe nichts zu verbergen. Im Gegenteil, ich bin sogar froh, wenn der Nachbar endlich wieder mit seiner suchenden Drohne vorbeischaut. Jeder braucht sein Publikum. Stichwort Orwell. Nein, Stichwort Fitzgerald. And the party is over. Und ja, Stichwort Nietzsche. Wir müssen aufhören, in dem anderen nur einen potenziellen Virusträger zu sehen, sondern auch einen Leser. Welches Buch hat euch infiziert? Infiziert. Und gegen welches Virus habt ihr keinen Impfstoff gefunden? Stichwort Boris.
Vielen Dank an dieser Stelle für die zahlreichen Fotos eurer Bücherregale und für die Zusendungen. Offenbar hat mein kleiner Vortrag über Safer Sex mit Schutzmasken hohe Wellen geschlagen. Stichwort Ballet. Mein spezieller Dank geht an Kitzloch 17 für ihre sehr ausführliche literarische Betrachtung bezüglich maskierter Erotik im Supermarkt. Stichwort Ulbeck. Hashtag not my case, but live and let live. Also nicht, dass man mich jetzt für prüde hält. Ich bin natürlich für gewisse Zwangsmaßnahmen zu haben. Stichwort Bewegungsfreiheit, Stichwort Nutriment. Zu unserem Literaturhand. Für die, die neu sind, ich lese eine Passage vor und ihr schreibt mir an ilvi@innercircle.com, von wem sie stammt. Diesmal habe ich es richtig schwer gemacht. Stichwort Special Award. Das Virus betrat die Stadt ganz ungeniert bei Tageslicht. Von Beginn an hatten wir es mit einer wahllosen Hure zu tun. Der Fluggast steckte den Taxifahrer an, der Taxifahrer seine Frau die Kinder andere Kinder. Bereits da war die Sache aussichtslos. Das Virus betraf uns alle. Unsere Heldin allerdings wusste, wem sie die Ansteckung zu verdanken hatte, da sie so gut wie nie die Wohnung verließ und niemanden so nah an sich heranließ wie ihren Mitbewohner, Liebhaber und Erstrezipizienten. Daher war der Schuldige schnell gefasst. Wie ungerecht, dass es bei ihm völlig asymptomatisch verlief und bei ihr hingegen... Fuck! Wenn es einmal um mich geht! Hallo? Hallo? Nicht auflegen, oder glaubst du, ich weiß nicht, wer du bist, Bitch? Ja, es ist sein Telefon. Und nein, er will nicht mit dir reden. Und ja, es ist aus. Und nein, er will es nicht persönlich besprechen. Gib jetzt bloß nicht die Bovarie. Ich habe eure schwülzigen Nachrichten gelesen. Peinlicher Drei-Groschen-Roman sondergleichen. Und das während einer Quarantäne? Anstand null. Glaubst du, ich habe jahrelang Arbeit investiert, damit dann eine Virenschleuder wie du alles zunichte macht? Wer zahlt mir das alles? Du? Ich war jahrelang nur die fucking Geliebte. Ich habe mir die ganzen Jammereien mit den Kindern angehört. Das kannst du nicht aufholen. Du bist keine Karina, nicht einmal eine Gutier. Du bist einfach nur Pascal. Allein, im dunklen Zimmer. Du Hure! Was? Nein, er hat mir sein Handy gegeben. Ich soll es dir sagen. So wie immer ich den unangenehmen Teil übernehme. Du glaubst, du warst die Einzige? Sehr gut. Manchmal haben wir sogar zusammen die Nachrichten geschrieben. Was? Nein, nicht auflegen, habe ich gesagt! Shit!